Ja, hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen leckeren Rezept. Heute kochen wir einen super leckeren Bulettenauflauf. Ich liebe Aufläufe im Herbst, im Winter. Habt ihr wahrscheinlich gemerkt, ich habe einige in letzter Zeit abgedreht. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, dann abonniert unbedingt diesen Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer über die neuesten Videos informiert werdet. Und jetzt blende ich euch mal ein, welche Zutaten wir heute verwenden. Und wir starten mit den Buletten. Als erstes werden wir uns Buletten zubereiten. Deswegen zerkleinern wir jetzt als allererstes eine Zwiebel, die ich schon mal geviertelt habe. Ich brauche nachher noch mal eine, aber jetzt erst für die Buletten eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen in den Mixtopf geben und 5 Sekunden auf der Stufe 5 zerkleinern. So, die Zwiebeln sind schön klein und die Knoblauchzehen. Jetzt einmal alles vom Rand runterschieben mit dem Spatel und 500 Gramm gemischtes Hackfleisch dazugeben. Ich zerzupfe das so ein bisschen, also bitte nicht an einem Stück hineingeben, sondern ganz grob einfach etwas zerzupfen. Dann kann der Thermomix das nachher alles richtig gut miteinander vermengen, die ganzen Zutaten, die Gewürze, die wir gleich noch dazugeben. So, das waren jetzt 500 Gramm. Ein Ei, 50 Gramm Milch, 75 Gramm Paniermehl, 2 Teelöffel von meinem selber hergestellten Senf. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich setze es euch sehr gerne nochmal hier oben in die Infocard. Schaut da unbedingt vorbei. Also wenn ihr euch einmal Senf selber gemacht habt, dann kauft ihr keinen mehr. Er schmeckt so unglaublich lecker. Also ist schon ein großer Unterschied. Und das Tolle ist halt, man weiß, was drin ist. Dann brauchen wir einen Teelöffel Salz, einen Viertel Teelöffel Pfeffer, mache ich jetzt einfach so Pi mal Daumen mit meiner Pfeffermühle. Muss ich jetzt ein bisschen hier mahlen. Ja, das könnte so ein Viertel Teelöffel gewesen sein. Dann 2 Teelöffel getrockneten Majoran. 1, 2 und noch einen Teelöffel Paprika edelsüß. So, das waren jetzt alle Zutaten für unsere Buletten und die vermischen wir jetzt einfach auf der Teigstufe eine Minute lang. Ja, die Zutaten sind richtig gut vermengt. Wir haben eine tolle Masse für die Buletten. Ich mache mir jetzt ein bisschen Platz, schiebe meinen Thermi zur Seite, habe mir jetzt hier schon einen Teller geholt. Und jetzt fange ich an, aus der Masse 10 bis 12 Buletten zu formen. Einfach mit dem Esslöffel hier so eine Menge abstechen und dann zu kleinen Kugeln, zu kleinen Buletten formen. Falls euch die Masse ein bisschen zu sehr kleben sollte, könnt ihr auch eure Hände mit etwas Öl einreiben. Dann klebt das Ganze nicht so. Aber ihr seht ja, es funktioniert auch so. So, hier haben wir die 12 Buletten, sind es jetzt bei mir geworden. Die stellen wir einfach kurz an die Seite. Den Mixtopf entweder spülen oder ihr schnappt euch euren Ersatzmixtopf
findet ihr übrigens in meinem Amazon Online-Shop. Der Link zum Shop ist unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei, falls ihr euch auch einen zulegen wollt. Als nächstes könnt ihr euch schon mal den Backofen auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und eine größere Auflaufform etwas einfetten. Und das machen wir jetzt. Und zwar nehme ich da einfach von meinem Albaöl und gebe ein paar Tropfen hinein. Die Auflaufform könnt ihr jetzt einfach wieder zur Seite stellen. Wir machen mit dem Auflauf weiter. Und zwar geben wir jetzt die zweite Zwiebel geviertelt in den Mixtopf und zerkleinern sie kurz. 5 Sekunden auf der Stufe 5. So, hier nochmal die Zwiebelchen. Die wieder mit dem Spatel vom Rand runterschieben und etwas Öl dazugeben. Und zwar verwende ich jetzt wieder mein Albaöl und gebe 2 Esslöffel dazu. 1, 2. Dann gebe ich 500 Gramm weiße Champignons, gut geputzt. Ich hatte jetzt große Champignons, deswegen habe ich meine geviertelt. Falls ihr kleinere habt, könnt ihr sie auch nur halbieren. 500 Gramm und die kommen jetzt hier dazu. Und eine Kohlrabi, die ich auch sehr gut abgeschält habe und in kleinere Stücke. Also ihr könnt sie entweder schön würfeln oder einfach kleinere Stücke schneiden. So, das alles dünsten wir jetzt erst einmal kurz an. 5 Minuten lang bei 120 Grad mit Linkslauf auf der Stufe 1. Ja, das Ganze ist angedünstet. Ich zeige es euch gerade mal. So sieht es aus. Es ist nichts vermatscht. Ich schiebe gerade noch mal die Zwiebelchen, die sich hier hochgemogelt haben, wieder runter. Und dann gebe ich 300 Gramm Wasser dazu. Gramm Sahne, also einen ganzen Becher. Schön austropfen lassen, dass wir wirklich alles drin haben. Dann von meiner selber hergestellten Gewürzpaste für Gemüsebrühe einen gehäuften Teelöffel. Zum Abbinden einen gehäuften Teelöffel Mehl. Etwas Salz, das müssen wir nachher abschmecken, und etwas Pfeffer. Ich denke mal, da kann man eigentlich ganz gut salzen und pfeffern, weil die Champignons, die Pilze, die ziehen ja auch immer gut Geschmack. Aber das mache ich lieber am Schluss, wie dass ich jetzt zu viel würze und nachher ist das Ganze versalzen. So, und jetzt lassen wir das Ganze nochmal köcheln, und zwar 10 Minuten. Bei 120 Grad mit Linkslauf auf der Sanftrührstufe. Ja, das Ganze ist jetzt vorgegart. Jetzt ganz wichtig, wir müssen einmal abschmecken. Ich nehme mir hier einfach ein bisschen was. Eigentlich schon richtig lecker. Vorsichtshalber gebe ich trotzdem ein kleines bisschen Salz dazu, noch ein bisschen Pfeffer, aber ansonsten ein richtig toller Geschmack. Der Kohlrabi kommt schön durch, die Pilze, die Champignons geben so ein schönes Aroma ab, also richtig toll. Ich zeige es euch natürlich auch noch mal gleich, Moment, halt, noch mal testen. Also schmeckt es da wirklich nach eurem Geschmack ab? Ja. Pilze schlucken eben doch einiges an Geschmack. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt mache ich mir einmal ganz kurz Platz.
hole mir meine Auflaufform und fülle jetzt den Inhalt des Mixtopfes vorsichtig um. Es könnte spritzen, also passt bitte auf. So, alles schön auskratzen. Und mit dem Spatel verteilen. Und dann setzen wir jetzt die vorbereiteten Buletten drauf. Einfach ganz wild drauf verteilen, dass sie hier reinpassen, dass sie überall Platz haben. So sieht das Ganze schon mal aus. Und jetzt fehlt natürlich noch das Beste, Käse. Mit Käse schmeckt alles doppelt so gut. Ich habe jetzt hier 100 Gramm geriebenen Gouda. Ihr könnt euch natürlich ganz am Anfang den Gouda selber zerkleinern und reiben. Oder ihr holt euch gleich zerkleinerten. Ich habe es mir heute einfach gemacht. Und den verteile ich jetzt hier noch auf dem Auflauf. Und so sieht jetzt der Bulettenauflauf aus und der wandert jetzt in den Backofen, wie gesagt bei 220 Grad für ungefähr 25 bis 30 Minuten, bis die Buletten schön durchgegart sind, der Kohlrabi schön durchgegart ist und die Pilze natürlich auch. Also bis gleich! Ja, meine Lieben, und hier ist jetzt der fertige Bulettenauflauf. War bei mir 30 Minuten im Backofen und ihr seht selber, wie schön braun die Buletten geworden sind. Es ist alles richtig gut gebacken und ihr braucht keine Angst haben, die Buletten sind auch wirklich durchgegart. Es war genug Garflüssigkeit da und auch der Kohlrabi und die Champignons ja sowieso. Und falls nicht, dann lasst ihn einfach noch 5 Minuten länger im Backofen, ist ja gar kein Problem. Ja, meine Lieben, wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt natürlich noch Nudeln oder Reis oder ein paar Kartoffeln dazu kochen auf dem Herd separat extra in der Zeit, wo der Auflauf im Backofen ist. Und ich werde jetzt noch etwas Petersilie drüber geben. Dann sieht das Ganze gleich noch mal leckerer aus. Ich finde immer, das Auge ist da total mit. Und dann, ja, war es das auch schon, meine Lieben. Ich hoffe sehr, euch hat das Rezept gefallen und ihr probiert es aus. Schaut mal, mit ein bisschen Petersilie. Na, sieht doch gleich richtig gut aus. Und es duftet hier schon in der Küche. Ein Träumchen. Also, ran an den Thermomix und nachgemixt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, einen guten Appetit. Freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bleibt gesund und bis bald, eure Sandra. Tschüss.